Hey meine Rambas, schön, dass ihr wieder am Start seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Panther 2, gespielt von Gonzo Albrecht. Und ja, wir sehen Südküste, die Karte mit seinem Tier 8er, ist er hier in ein Tier 9er Gefecht gekommen, allerdings auch 7er und sogar in seinem Fall ein 5er im Spiel. Ja, schauen wir doch mal, was der Panther 2 so kann. Panther 2, ein für mich finde ich cooler mittlerer Panzer. Ich spiele ja auch gern den Premium Panther. Das ist ja dann allerdings der 7er. Ich nenne ihn aber dann Manta, weil er M10 Panther heißt. Aber der Panther hier, in dem Fall 8er mittlerer der Deutschen. Deutscher Stahl ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn ich das jetzt hier so teasern würde. Aber Deutscher mittlerer Panzer. Keine Ahnung. Also er hält natürlich nicht so viel aus. Aber auch durch die Form kann man den ein oder anderen Abpraller zumindest mal forcieren. Das geht auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir mal, was er hier so reißen kann. Fahrt jetzt hier erstmal die 9er 0er Linie ab. Stellt sich dann hier rüben. Und ja, da so kriegt er nichts. Und so kriegt er auch nichts. Also was er gerade spekuliert, weiß ich nicht. Denken sie sich wahrscheinlich auch gerade, was mache ich hier? Nun gucken wir nochmal viel mehr, wo er endlich wirken kann. Na, doch wieder zurück. Vielleicht doch zurück. Oder vielleicht vorwärts. Na, man weiß es noch nicht so ganz genau. Er ist sich noch nicht ganz schlüssig. Na, jetzt entscheidet er sich langsam. Hier in der Mitte, da kann er auf nichts wirken leider. Dementsprechend muss er weiter pesen. Also jetzt hier hoch. Tschuk. Da drüben ist ein 110er und jetzt ein Tiger 1 und rechts von ihnen auch ein Bulldog. Da ist er offen. Bulldog ist wieder zu. Jetzt ist er ja auch wieder zu. Da, der Bulldog haut hier jetzt ab. Will jetzt über die 8er Linie fahren. Vielleicht ja Richtung Arti? Ne, doch nicht. Und jetzt vielleicht hinterfahren. Oh, da ist auch ein 50-100. Da muss er aufpassen, aber jetzt den 110er mal zumindest eine in die Seite geben. Oder ins Heck. Ins Popöchen. Hallo, Popöchen. Ja. Der ging voll durch die Panzerung, habe ich so das Gefühl. Jetzt kommt der 110er zurück. Auto-Aim. Schuss. Klappt. Er verschießt ordentlich. Boah. Und jetzt vielleicht auf den... Ja, der T-32 guckt nicht. Auch nochmal in die Seite geschlänzt. Und noch einer. Ja. Nee, doch nicht. Der wird schon vorher zerstört. Und nun fährt der 110er da unten lang. Wow, da hat die AT in der Nähe eingeschlagen. Die eine einzige, die sie haben. Aber auch die kann nerven. Seine AT ist ja mittlerweile schon Geschichte. Die gibt's nimmer. So, jetzt da der Jagd-Teaser. Auto-Aim. Und trifft ihn hier. Aber steht natürlich auch gut für ihn. Seitlich jetzt. Nochmal schön drauf. Jetzt muss man aufpassen, bevor sich der Jagdtiger auf ihn einschießt, dass er hier ein bisschen zurückzieht. Schreit auch schon nach Hilfe. Ja, ich glaube, er verdünnisiert sich jetzt hier mal so ein bisschen. Da ist jetzt auch noch eine Su. Und so eine Su, die macht auch so an einem Panther ganz schön Damage. Aber scheinbar will er die jetzt hinterfahren. 6:6 steht's. Also hier im Team, beziehungsweise im Battle gerade noch ganz ausgeglichen. In der Mitte hat er jetzt hier sehr, sehr viel. Also und kaum Unterstützung von seinem Team. Da muss er jetzt ein bisschen aufpassen. Hier die Su, die sollte er bekommen, ohne dass er da großartig selbst in Bedrängnis kommt. Jetzt sollte es mal langsam schießen. Genau so, schön gekettet. Nein, so, Gun Depression. So, jetzt haut die Su ab.
Radar gefühlt nicht optimal gemacht. Also hätte er mehr rausholen können. Naja, aber jetzt den Jagdtiger vielleicht ein Sack. Auto-Aim ist drin. Nee, ja, oh, der war eng. Hätte ich nicht gedacht, dass er noch drauf kommt. Aber 6-9 für den Gegner. Und gut, dass er nicht runtergefahren ist, weil den Jagdtiger hier unten, der spekulierte darauf. Jetzt guckt er aber lustigerweise nicht mehr auf ihn und jetzt kann er den Jagdtiger wieder in die Seite geben. Nicht so ganz smart vom Jagdtiger. So, und jetzt gleich nochmal einen. Sehr schön geaimt, ohne Auto-Aim hier in die Seite gegeben. Und da kriegt er gleich noch einen drauf. Und zerstört ihn hier. Sehr fein gemacht. So, und der freut sich auch gleich und schreibt, was weiß ich, Blücko? Was weiß ich, was das heißt. So, die Su. Schieß! Oh, Mensch. Ja, die Gun Impression ist so wirklich so ein Thema. Aber er hat hier eine schöne Übersicht. Also auch da hätte dem einen oder anderen, wahrscheinlich sogar mir, es passieren können, runterzufahren und auf einmal merken, ah, fuck, fuck, nee, bei einem. Aber nee, das passiert ihm hier nicht. Oh, da prallt er ab. Gefocht sollte er nicht werden. So, da jetzt noch die Su. Da hinten der VK, der wird ihn aber... Genau, der steht mit dem Heck zu ihm. Der tankiert ihn also nur so ein bisschen. Hat aber jetzt leider noch den IS-3 weggemacht, der VK. Er hat eine sehr schöne Übersicht und ich finde auch, er spielt perfekt mit Auto-Aim und mit normalen Aim zusammen. Auch wenn der gerade nicht gepasst hat. So, Su fährt jetzt hier runter. Auto-Aim klappt hier gut. Beziehungsweise der Hit. Und weg ist er. Jetzt noch die Focht. Der Focht, das Focht, die Focht. Und auch der ist zerstört. Und nun steht es 13-12. Jetzt da hinten kommen noch zwei rappelvolle Tiger und IS-3. Eigentlich machbare Gegner. Was ist eigentlich machbare Gegner? Aber auch nicht zu unterschätzen. Also beide können durchaus Schaden machen. Ah, jetzt fährt der Tiger da ihn schön ran zum Kuscheln. Damit kommt er ihn aber auch drauf. Er versucht sich jetzt hier so zu positionieren, dass er da schlechter beschossen werden kann. Bekommt Unterstützung vom Conqueror. Und jetzt nur noch der IS. Der ist aber noch voll. Und er wäre hier One-Shot. Aber scheinbar ist der IS jetzt so drauf, dass er den unbedingt decappen will. Und dementsprechend opfert der IS hier den sicheren Kill an ihm, um unbedingt den Conqueror zu machen. Damit ist die Runde beendet. Er hat hier 5075 Schaden gemacht. 22 Schüsse ins Ziel gebracht und ja, ich denke, es war eine sehr feine und anständige Runde und ein absolut verdientes Panzer ist in diesem deutschen Panther 2. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.